Yo, 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 Togut hier am Start. Ich begrüße euch zu einem weiteren Teil von Programmieren und mein Hobby. Ich bin der Togut und ihr dürft mich begleiten, wie ich mit der Programmiersprache Pure Basic in der Demo-Variante ein Spiel programmiere. Und zwar Elite. Elite von 1984 von David Braben. Ich bin jetzt gerade mal am Schauen, ob denn der Livestream auch wirklich läuft. Ja, das mit dem, ja, ich denke mal, das läuft soweit, das ist schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, ich programmiere ein Spiel mit Pure Basic und ich habe mich schon wieder ablenken lassen, sorry. Und zwar mit der Demo-Version, die mich extrem einschränkt und ich bin intern schon bei Nummer 61 und stoße jetzt wirklich endgültig an die Grenzen. Aber ich habe ein Spiel draus gemacht, das funktioniert schon. Und ich freue mich schon darauf, das Endprodukt nachher mit euch zusammen zu präsentieren. Und ich habe mir vorgenommen, einfach mal auch ein bisschen mehr den Chat zu berücksichtigen. Beim letzten Mal war jemand so mutig und hat was gesagt und ich habe es nicht gesehen. Das war natürlich ziemlich blöd. Aber so ist das nun halt einfach. Live ist live und ich bin hier kein Profi. Ich mache das hier einfach aus Jux und Dollerei. Und aus diesem Grunde muss ich mir das ein oder andere aufschreiben und gucke immer nach links auf meinen Monitor, falls euch das irritiert. Ich habe hier drei Monitore und auf jedem läuft irgendwas anderes. Was zeige ich euch heute? Und zwar, heute geht es um Physik. Ihr wisst ja schon, Schüsse kann ich schon, Piu Piu und Sound dazu haben wir auch. Und wir haben jetzt auch ein Ziel, wir haben eine Station, in der wir uns durch Näherung auch das Spiel beenden können, also landen, je nachdem, wie ihr das so für richtig haltet. Und jetzt ist es so, dass natürlich der Schuss durch die Station durchgeht. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was ich will, sondern ich möchte, dass der Schuss da endet, wo auch die Station ist. Und um dieses Thema kümmern wir uns heute. Und dann zeige ich euch im Anschluss noch ein bisschen Future, also wie ich jetzt im Moment mit dem aktuellen Stand der Dinge bin. Wobei ganz klar ist, ich bin an den Möglichkeiten angelangt. Ich kann jetzt nur noch weiter programmieren durch Weglassen und Kürzen von bestimmten anderen Dingen. Ein paar Zeilen Code habe ich noch, die werde ich dann noch irgendwie verwenden und dann werde ich mich ranmachen und das Scripting, was ich eingeführt habe, noch ein bisschen erweitern, wenn ich noch ein paar Zeilen dazu packen kann, um über die Scripts noch ein bisschen Gameplay hineinzubringen. Ganz genau. Dann würde ich sagen, fangen wir dann einfach mal an. Wo sind wir denn? Da sind wir schon. Und zwar, wie immer in letzter Zeit, hier, da immer noch die Demo-Version. Zeige ich euch erstmal, wo wir denn gestern stehen geblieben sind. Und zwar haben wir ja mehrere Dinge gleichzeitig gemacht, weil einfach die Zeit da war. Unter anderem haben wir hier den Befehl World Debug eingeführt, um uns dreidimensional darstellen zu lassen, was die Engine sieht. Und was haben wir denn noch gemacht? Haben wir überhaupt noch irgendwas gemacht? Ja, sicherlich, klar. Wir haben die Distanzberechnung gemacht mit den Systemfunktionen POF und SQR, also Potenz berechnen und Quadratwurzel ziehen. Und dann haben wir halt die Distanz auf den Bildschirm gebracht. Das haben wir hier gemacht. Und wenn wir mit unserem Schiff in die Station hineingeflogen sind, dann wurde das Programm beendet. Genau. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Da sind wir mit dem Schiff. Links oben sehen wir die Entfernungsanzeige. Wir schießen. Piu, piu. So. Und dann nähern wir uns. Und wenn wir da sind, sollte eigentlich. Ah ja, okay. Ich war zu schnell. Wird das automatisch beendet. Diese kleinen Fehlerchen, die kann man alle noch beseitigen und das werden wir dann auch, weil wir bestimmte Dinge dann noch anpassen und ändern werden,
Aber als nächstes werde ich dann einfach so wie jedes Mal den Code hier ein bisschen aufräumen, weil wir brauchen wieder Platz für Neues. Genau, weil das ist dann jetzt erstmal wieder alt, in Anführungszeichen. Das ist hier unsere 3D-Debug-Variante. Ist noch recht nützlich. Ich denke mal für diejenigen, die sich schon mit Pure Basic auseinandergesetzt haben, aber noch nie wirklich sich mit diesem 3D-Kram auseinanderklabüsern mussten, werden um diese Funktion glücklich sein, weil sie offenbart eine ganze Reihe von Fehlverhalten, die dann logischer Natur sind. Ich habe euch ja zum Beispiel ja gezeigt, dass man, wenn man näher kommt, ja an den Gegnern vorbeischießt. Das war, als ich euch gestern von meinem Future erzählt habe. Ich glaube, Part 60, wo alles zusammengebrochen ist. Und solche logischen Problematiken kann man damit auseinandernehmen, wenn man sehen kann, was passiert. Genau. So, also haben wir jetzt das hier alles wieder in eine Form gebracht, die wir benutzen können. Dann kommen wir doch mal gleich zum Eingemachten, denn heute werden wir doch ein bisschen viel machen. Und deswegen fangen wir erstmal an bei einem Objekt, das wir hier hinzufügen müssen. Hier vorne. Das hier können wir ja zumachen. Das muss uns jetzt nicht interessieren. Das tun wir hier vor der Schleifen, vor dem Schleifenbeginn reinpacken. Und ich werde auch gleich erklären, worum es dabei geht. Und zwar definiere ich eine maximale Schussreichweite von 50 Welteinheiten und erzeuge ein Mesh, einen einfachen Cube mit einem Durchmesser von 0,1, also relativ klein, und nenne ihn Zielpunkt Mesh Entity. Ja, der Name ist schon Programm. Den brauche ich, um einen Schussvektor auszurichten. Brauche ich diesen Zielpunkt Mesh, den ich dann in Abhängigkeit vom Vektor des Schiffes nach vorne werfe und dann drauf ziele. Das macht das Ganze einfacher, ist ein bisschen schwer zu verstehen, das muss man experimentell ein bisschen nachvollziehen, aber ihr werdet es ja sehen, der Part könnte vielleicht heute ein bisschen länger gehen, weil die Materie doch ja nicht so einfach zu verstehen ist. Finde ich zumindest. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich da einen vernünftigen Weg gefunden habe. Also ich mache hier auf jeden Fall ein Entity. Das Entity braucht kein Material und als Mesh nehme ich also diesen einfachen Cube hier als Mesh-ID. Dann binde ich im Grunde genommen das Mesh an mein Fliegerobjekt. Das ist ja hier, das ist das Objekt Anker Player. Und verschiebe jetzt dieses Zielpunkt-Mesh auf die maximale Schussreichweite von 50. Und da wir ja wissen, dass das Koordinatensystem anders funktioniert, muss ich diese Entfernung in Minus darstellen. Okay. Grundsätzlich ist es so, wenn ich das jetzt starte, müsste man dieses Zielpunkt-Mesh, glaube ich, sogar sehen können. Ich glaube, man kann es sogar sehen. Kann man es sehen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Doch, da hinten, da kann man es sehen. Da, wo ich mit dem Cursor hinzeige, da dieser weiße Punkt. Das ist der. Und genau bis dahin, seht ihr, schießt der Schuss ja auch. Genau, weil der Schuss ist ja 50 Welteinheiten lang. Denn das haben wir ja hier mit der Schussreichweite gemacht, Intervallschuss, Move Entity, haben wir hier irgendwo einen Skalierungsbefehl? Jetzt muss ich mal gucken, habe ich denn hier irgendwo einen Skalierungsbefehl? Nein, das mache ich am Anfang. Genau, das mache ich am Anfang. Und zwar ist es so, wenn ich den Schuss anfertige, Laser. Schauen wir mal. Schuss-Mesh. Da baue ich den Mesh zusammen.
Die Station. Ja, man muss halt einfach die Dinge immer wieder mal durchgehen, und das wird später dann auch noch ziemlich undurchsichtig. Also gehe ich jetzt mal ganz kurz mit euch durch, was ich denn hier nochmal mache. Wenn ich auf die Schusstaste drücke, dann addiere ich ein Schusselement, kreiere das Entity hier. Genau. Und hefte das Entity gleich beim Erzeugen ran als Child an mein Schiff. Das mache ich hier, da. Und da hänge ich die Schuss-ID ran. Und dann bewege ich den Schuss um 0,1 nach unten. Das hatte ich ja schon gezeigt. Und dann setze ich dem Schuss noch einen Timer und that's it. So, und wenn der Timer abgelaufen ist, dann lösche ich den Schuss und das war's gewesen. Die Länge des Schusses mache ich im Grunde genommen mit diesem Translate hier, Transform. Und zwar sind das hier die 50. Das sind die 50. Also der Schuss ist von Anfang an so lang. Und das ist natürlich eine Sache, die schwierig ist, weil wenn man ein Element trifft, dann sollte der ja auch kürzer werden. Und genau um dieses Thema dreht sich das jetzt hier eigentlich. Wir wollen den Schuss in der Länge anpassen und dazu bedarf es halt diverser Änderungen, die auch ein bisschen komplex werden. Genau. Ich werde das wahrscheinlich dann mehrmals sagen und euch versuchen, auf die Art und Weise in die richtige Richtung zu bewegen, damit ihr da ein gewisses Verständnis für bekommt. So, also ich habe dann diesen Zielcube montiert, den habt ihr ja dann sehen können. Und als nächstes brauche ich dann noch, was brauchen wir noch? Genau, das machen wir hierhin, nachdem ich die Station erzeugt habe. Einfügen. Da machen wir dann noch Folgendes. Wir müssen an der Station ein bisschen was ändern. Und zwar ist es so, die Sache hier, die muss ich erstmal rausschmeißen, weil zwei Stationen brauche ich nicht. Denn hier erzeuge ich die Station ja nochmal. So. Nur setze ich diesmal für die Station eine Kollisionsmaske. Das ist dieses Gedöns hier. Und eine Kollisionsgruppe. Man kann in Pure Basic, wenn man die Physik Engine benutzt, Kollisionskörper erzeugen. Das ist hier mit diesem Befehl Create Entity Body. Damit mache ich eine Form in Physik, die um die Station herumgeht. Und dieser Parameter hier, Entity Convex Hull Body, erzeugt eine fließende Form um das Objekt drumherum. Nachher bei dem Schiff könnt ihr das super sehen. Dafür haben wir ja dann die Debug-Funktion, die uns dann optisch zeigen kann, was wir da eigentlich machen. Und dann setze ich hier noch den Kollisionsfilter. Da sage ich, dass die Station halt der Selektionsgruppe 2 angehört und dem Selektionsfilter, also der Selektionsmaske mit dem Punkt 1 hier. Man kann also auf die Art und Weise 31 verschiedene Masken und 31 verschiedene Gruppen herstellen. Die Bits müssen einzeln gesetzt sein. Das ist mein Wissensstand. Wenn also jemand bei euch da ist, der es besser weiß, also meine Experimente haben ganz klar gesagt, nein, geht nicht, der darf mich da gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, hier baue ich dann die Station neu und erzeuge dann da einen Hull Buddy drumherum. Gucken wir mal, ob das Ganze denn dann noch läuft. Da, und die Sache dreht sich immer noch. Und jetzt probieren wir mal das hier aus und jetzt das andere. Und da seht ihr, das wird grün. Das Grüne bedeutet, dass die Engine dort einen Körper erzeugt hat. Jetzt wird euch auffallen, dass in einem Bereich der Körper nicht ganz sauber hergestellt wurde. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Es kann nur so sein, dass der Körper wurde von mir ja selber gebaut. Und dass er wahrscheinlich gewissen Konventionen nicht erfüllt, ist aber für unser Experiment eigentlich nicht weiter wichtig, weil wir brauchen diesen Körper, um festzustellen, wo denn der Laserstrahl auftrifft. Genau.
Damit wir wissen, wo denn jetzt der Laserstrahl auftritt, müssen wir ein wenig Physik in Anspruch nehmen. Und zwar machen wir da Folgendes. Wir werden den Schuss ein wenig erweitern, indem wir den Schuss, wo ist der Schuss? Schuss, Schuss, wo bist du? Schuss, Schuss, da ist die Taste Schuss, da ist die Taste Schuss, da ist der Sound. Indem wir hier den, okay, dann eben nicht, so, Ctrl-C, dann hier, Ctrl-V, genau, indem wir beim Schuss eine Erweiterung vornehmen und es kommt wieder ein neuer Befehl, den wir noch nicht hatten, und zwar war das Ray Collide. Was macht denn jetzt Ray Collide eigentlich? Ray Collide prüft im Grunde genommen, wirft einen Sichtstrahl von einer XYZ-Position zu einer anderen. Und zwar haben wir dann hier das Dreierpärchen für meine Position, da wo ich bin. Und jetzt kommt auch der Zielpunkt zum Tragen und wohin geprüft werden soll. Wohin soll denn, wohin soll denn geprüft werden? Deswegen habe ich dieses Zielobjekt, dieses Zielpunkt-Mesh erzeugt. Zum einen, um es mir optisch darzustellen, wo ist der Punkt? Und zum anderen, um dem Ray Collide eine Zielkoordinate zu geben, die sich danach richtet, wohin das Schiff schaut. Da ich diesen das Treffer-Entity an das Schiff gebunden habe, ist der immer da, wo ich hinschieße. Bewege ich das Schiff, wird der Block automatisch mitbewegt, weil ich über Attach Entity das Objekt dort mit angebunden habe. Das ist noch praktisch, weil auf die Art und Weise muss man nicht umständliche Rechnungen benutzen, sondern man kann einfach sagen, ey, ich schicke jetzt mal den Strahl hier von meiner Position aus zur Position des Zielpunkt-Meshs. Das kann man mit allen Sachen machen, ist auch für andere Dinge sehr nützlich. So, wenn jetzt Treffer minus 1 überschreitet, dann hat diese Abfrage ergeben, dass ich ein Objekt getroffen habe. Und wenn ich ein Objekt getroffen habe, muss ich jetzt auch wissen, wo. Und da habe ich wirklich sehr lange geknobelt. Es gibt etliche Varianten, wie man auf solche Ereignisse reagieren kann. Es gibt Maus-Collide, eine Unmenge von Zeug. Hat sich aber alles als nicht nutzbar erwiesen, weil um die Physik zu benutzen, ist ein Ray am besten. Weil der Ray gibt nämlich dann Zusatzparameter zurück und das sind diese hier. Pick X, Pick Y und da gibt es dann auch noch Normal X und Normal Y und Z. Die geben den Wert zurück des Normals, also der Blickrichtung des Punktes, auf den man gerade gezielt hat. Also hier ist eine Fläche. Hier tue ich mit dem Ray reinschicken den Suchstrahl. Er stellt jetzt fest, ja, ich habe hier was getroffen. In Pick X, Y und Z steht genau diese Koordinate. Also die Fläche ist so. Also so ist hier, so ist die Nullachse. Steht ein bisschen schräg. Hier genau trifft der Punkt. Und genau die Position wird einem mit PX, Y und Z zurückgegeben. Und jetzt kann man auch noch die Normal, also die Ausrichtung der Fläche, holen. Und die kann man benutzen, um zum Beispiel einen reflektierten Strahl zu erzeugen. Wenn man die Normal hat, weiß man, welche Richtung das hat. Und dann kann man darauf reagieren. Aber das machen wir alles nicht. Das können wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal feststellen. Dann habe ich hier noch eine Korrekturvariable, indem ich die Distanz auf die maximale Schussreichweite setze, wenn nichts getroffen wird. So, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt skaliere ich den Schuss auf die Distanz. Ich verlängere also den Schuss oder verkürze den Schuss auf die Distanz,
die ich festgestellt habe. Also entweder die maximale Schussreichweite oder durch Treffer die verkürzte Schussreichweite. Genau. Darum muss ich natürlich auch den Körper, den Schuss ein wenig anders gestalten. Oder habe ich das jetzt hier schon? Entity Schuss. Wie habe ich den? Habe ich denn hier noch was geändert? Das ist das. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz nachgucken, ob ich hier neu bei Init. Ah ja, genau. Da habe ich nämlich auch noch was Neues. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Das funktioniert natürlich so nämlich nicht. Ich muss natürlich die Erzeugung des Laserstrahls ein bisschen anpassen. Muss ich ein bisschen anpassen. Oder. Schauen wir noch mal. Ja, tut mir leid, dass das jetzt für euch vielleicht ein bisschen uncool wird, aber ich muss das jetzt hier vernünftig und richtig machen, damit für euch auch der Effekt rüberkommt. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Folgendes. Ich brauche das hier. Genau. Den nehme ich hier weg. Genau, den muss ich wegnehmen. Den muss ich wegnehmen. Den hier nehme ich weg, weil ich werde ja die Reichweite des Schusses erzeugen, wenn der Schuss abgegeben wurde und ich weiß, ob ein Objekt dazwischen liegt oder nicht. Deswegen muss ich jetzt hier keine Reichweite und keine nichts mehr angeben. Alles andere bleibt, denke ich mal, erstmal so, wie es ist. So, und dann gucken wir doch einfach mal, gehen das Ganze nochmal durch. Ich habe also die Erzeugung des Schusses verändert und ihm die Länge weggenommen. Er ist jetzt also von seiner Länge her ganz normal so, wie ich bei Create Zylinder gemacht habe, nämlich 1. Er ist eine Welteinheit lang und 0,05 im Radius. Genau. Und hier transformiere ich einfach nur ihn wieder nach oben. Ich hatte das ja mit dem Stift erklärt. Und hier drehe ich den einmal so nach vorne. Genau. Dann haben wir hier bei der Initialisierung, da initialisieren wir die maximale Schussreichweite. Dann das Zielobjekt, damit ich mit meinem Ray von einem Punkt zum anderen testen kann. Genau, so ist das, glaube ich, am besten formuliert. Und dann machen wir bei Schuss einfach eine Erweiterung. Wir schicken bei einem Schuss diesen Ray los. Wenn er getroffen hat, holen wir uns die Distanz wieder mit unserer Quadratberechnungsroutine und verlängern dann oder verändern dann die Länge des Schusses dynamisch. Genau. Soweit so schlecht. Habe ich dann noch irgendwas? Das war die Sache bis zum Render World. Habe ich nach dem Render World noch was? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier Distanz benutzt. Jetzt muss ich aufpassen. Das müsst ihr dann natürlich auch immer. Hier habe ich Distanz auch als Fließkomma. Da mache ich da jetzt einfach mal der Korrektheit halber auch eine Fließkomma-Variable draus. Genau, das ist das, was wir jetzt codetechnisch angepasst haben. Und dann gucken wir einfach mal, was denn so passiert. Was denn so passiert? Ich drehe mich mal und schaue zur Station und schieß mal. Ah, scheint zu funktionieren. Wie können wir das jetzt am besten genau sehen? Das machen wir, indem wir jetzt einfach mal hier zu so einer Kante fliegen, hier von dem Schiff, also von der Station. Von hier aus lässt sich das natürlich schwer sehen.
Deswegen werden wir das Ganze von außen betrachten. Und von außen betrachtet sieht das Ganze so aus. Jetzt schieße ich daneben. Ihr könnt hier hinten wieder den Zielpunkt sehen. Den kann man mit Hit dann natürlich auch ausschalten. Da gibt es den Befehl Hit. Da seht ihr, da ist der Strahl gekürzt. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Box. Das ist die physische Box, die ich kreiert habe für das Objekt. Und die physische Box im Grunde genommen ist der Punkt, wo, leider kann ich die Tasten nicht alle gleichzeitig machen, was ich schade finde. Das sollte ich in den späteren Varianten mal ändern. Dieses Keyboard, die Keyboard-Funktionen sind auch nicht so toll. Ich denke, ich werde das auch anders machen müssen. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. So, und jetzt schieße ich hier einfach mal intervallmäßig vor mich hin. Macht einfach den Ton ein bisschen leiser, wenn euch das nervt, aber ich möchte euch das jetzt nochmal so richtig zeigen. Zap, 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 zap. Und jetzt gleich schießt er durch. Genau, weil Station ist nicht mehr im Weg. Damit haben wir zumindest einen großen Part nämlich schon erledigt. Wenn wir Objekte im Weltraum haben und sie treffen, können wir den Laserstrahl entsprechend einkürzen. Und das haben wir einfach gemacht, indem wir einfach so ein Ray genommen haben und den Kollisionspunkt uns abgegriffen haben. Es gibt, wie gesagt, auch noch solche Rays oder Ray-Arten, die nicht mit der Physik-Engine zusammenhängen. Die basieren aber auf das, was ihr jetzt seht, auf diese Kollisionskisten. Und das ist, ja, nee. Ist absolut unpraktikabel. Das kann man benutzen, um ein Objekt mit einer Maus anzuklicken, grob. Also wirklich nur grob. Und wenn man weiß, okay, da ist ein Objekt in der Nähe, kann man dann einen Ray hinterher schicken, weil die Rechengeschwindigkeit eines Rays ist lang. Aber nun ist es ja noch nicht so, dass wir jedes FPS ein Ray brauchen. Man kann solche Tricks benutzen, wie dass man einen Ray nur alle 2 oder alle 3 FPS benutzt. Ja, das sind ja immerhin 60 Bilder pro Sekunde. Und wenn man dann zum Beispiel noch berücksichtigt, dass man auch auf Monitore mit 120 FPS das darstellen will, muss man nicht jeden Frame das berechnen. Man kann das zeitlich timen und man kann auch unterschiedliche Aufgaben in unterschiedliche Frames packen. Aber das würde jetzt hier wirklich zu weit gehen. Ich fantasiere hier schon wieder vor mich hin. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir diesen Part erledigt und wie ihr seht, waren das keine 15 Minuten, die man gebraucht hat, um diese funktionierende Physikabfrage mit einem Ray und einem Treffer und einem Boom und einem Klatsch zu realisieren. Und genau so in diesem Tempo sind meine letzten 14 Tage gewesen, denn umsonst wäre ich jetzt nicht schon bei Part Nummer 61, jeder Schuss 5 Credits. Darauf gehe ich dann jetzt ein. Ich gucke mal, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, was ich erzählen wollte. Nein, das wollte ich heute in diesem Part erzählen. Das habe ich gemacht. Es ist 20:28 Uhr. Super Sache. Aber diesmal verfolge ich den Chat hier auf meinem Telefon. Ich habe extra noch ein zweites Telefon hier hingelegt, aber es schreibt keiner was. Tja. Okay, ist auch nicht weiter wild. Mir ist durchaus bewusst, dass das hier kein super Smasher-Thema ist und ich mache es ja einfach nur zum Spaß. Und die Videos werden ja trotzdem geschaut. Ich sehe das ja an den Klickzahlen und das freut mich sehr, dass ihr da so ein gewisses Interesse habt und ich mache auch einfach weiter. Also, das schließen wir jetzt damit erstmal ab und damit gehen wir wieder in Richtung Zukunft. Ja. Und da muss ich euch leider berichten, dass ich mich jetzt wirklich, und das meine ich jetzt ernst, so ziemlich dem machbaren Ende nähere. Ich habe jetzt noch etwa 11 Zeilen Code zur Verfügung. 11 Zeilen. Ich könnte noch einige Zeilen rausholen, indem ich bestimmte Leerzeilen rausnehme oder die Sachen, die ich jetzt nicht drin haben kann. Aber mein Problem sind ja eigentlich nicht die Zeilen Code mehr, sondern die Anzahl Aufrufe von bestimmten Befehlen, von 3D-Funktionen. Und da stoße ich dann halt schon an meine Grenze. Ihr seht schon, hier sind einige Stellen eingegrünt, wie das hier zum Beispiel. Damit wollte ich eigentlich noch einbauen,
für das Target-System, dass man mit der Taste N das nächste Target finden kann. Weil mir ist aufgefallen, wenn man so viele Targets um sich herum hat, in dem Fall ist das halt Schrott, dass man am liebsten gerne hätte, man weiß, welches das nächste ist und muss die nicht durchklicken. Ich habe das eingebaut und das würde rein theoretisch auch funktionieren, aber der Compiler sagt, null Chance, null Chance, ich gebe dir keine weiteren Aufrufe mehr. Also bin ich jetzt dabei, um das Ganze noch ein bisschen zu straffen und zu gucken, wo ich denn da eventuell noch Befehle einsparen kann, die relevant sind. Und in dem Moment jetzt hapert es bei mir im Grunde genommen an der Möglichkeit, diese Funktionen aufzurufen. Genau. Ich kann also innerhalb dieser Funktionen keine selbstgeschriebenen Funktionen mehr aufrufen. Da habe ich das absolute Limit bereits erreicht. Und die maximale Anzahl an 3D-Befehlen, da hätte ich noch Luft. Da konnte ich das ein oder andere noch machen. Und vielleicht gelingt es mir ja noch, da irgendwas zu drehen. Aber jetzt möchte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie denn da im Moment aktuell der Stand ist. Und ja, nicht lachen. Ich wollte meine Treffer und meine Dinger, die da explodieren, mit einer Explosionsanimation beglücken und habe halt im Internet gesucht und habe auch was gefunden, habe das mit Paint.net bearbeitet und habe mir da halt diese Sprite-Animation gemacht. Sieht ganz lustig aus. Habe mir aber nicht darüber Gedanken gemacht, dass ich, um die jetzt wirklich vernünftig auf den Bildschirm zu bringen, brauche ich noch zwei Entity-Befehle, beziehungsweise ein Kamerabefehl, der mir also die Position eines solchen Entities hier, wie das hier, was hier gerade so, ihr seht das ja hier in der Maus, rumschwirrt, als 2D-Koordinate auf den Bildschirm bringt, so wie ich das auch mit den Dingern da mache, mit den Radiosignalen. Ich switche jetzt hier mal ganz kurz durch. So. Und ich glaube, ich habe den Fehler mit dem doppelten Zeug auch erledigen können. Und habe jetzt die letzten 24 Stunden keine Fehler mehr gehabt. Da haben wir halt so einen Schrott und ich wollte eigentlich die nächsten gleich anklicken lassen, aber leider war es mir nicht vergönnt, das noch unterzubringen. Also fliege ich jetzt erstmal den an hier und ich bin auch dabei, eine Quest auszuarbeiten, die den Schrott zum Thema hat. Das wird dann wahrscheinlich so sein, dass eine Aufgabe aufpoppt, dass sich die großen Schiffe, die hier gelegentlich vorbeifliegen, darüber beschwert haben, dass hier so viel Schrott rumliegt. Und ich bekomme den Auftrag, den Schrott zu beseitigen. Und ihr seht hier in der Mitte so ein weißes Quadrat. Ja, genau. Das ist, wie sollte es anders sein? Das ist der Zielpunkt. Den musste ich leider wieder aktivieren. Ich hatte ihn ja mit einem Hint-Befehl ausgeschaltet. Aber ich muss halt Befehle sparen. Und so wichtig ist das nicht, dass man den nicht sehen kann. Also, dass man den sehen kann. Deswegen habe ich den weggenommen, in der Hoffnung, dass mir das ein bisschen was bringt. So, jetzt muss ich hier erstmal, halt, ich fliege in die falsche Richtung. Was ist denn da lang? Komm, Schrott, 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 das sind 5 Credits, die will ich mir jetzt einverleiben. Weil man muss ja auch ein bisschen Geld verdienen können, weil man kann ja, jedes Mal, wenn man zerstört wird, muss man ja die Versicherung bezahlen. Ja, genau. So wie beim Elite, als üblich, ist ein Schiff versichert. Und jedes Mal die Versicherung erneuern, kostet bei dem Shuttle-Modell 5 Credits. Das heißt also, ehe dir das Geld ausgeht, kannst du im Schnitt 20 Mal sterben. Ich habe versucht, 20 Mal zu sterben. Es ist mir nicht gelungen. Ich nehme mal an, euch wird es genauso gehen. So, und dann haben wir halt hier da das Ding hier, da muss ich ein bisschen höher zielen. Mittlerweile weiß ich, bei welcher Entfernung ich das Target ändern muss. So, danke für die Schrottbeseitigung. Sie erhalten 5 Credits. Und da ich auch kein Infoscreen im Moment mehr aufbauen kann, habe ich hier nur das hier. Und da seht ihr hier unter
Ich kann das größer machen. Ja, ich kann das größer machen. Credits 105. Genau. Und jetzt wollte ich halt noch so eine Explosionsanimation reinmachen. Und ihr wisst vielleicht, wie es ist, wenn man erstmal so richtig im Flow ist, dann kann einen kaum noch etwas bremsen. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt fast die Fahnenstange erreicht. Und ich werde auch jetzt die nächsten zwei, drei oder vier Folgen nicht mehr auf das eingehen, was ich hier gemacht habe, weil ich sehe mich jetzt gezwungen, das Projekt so weit abzuschließen, dass ich sagen kann, was funktioniert. Und es ist ja bereits ein Spiel und ich werde euch kurz erläutern, wie das Spiel ist. Man hat eine Aufgabe, man muss den Flugschein machen. Man hat ein Startscreen, man hat ein Skript, das einem die in der Aufgabe begleitet. Man bekommt gesagt, was man tun muss. Man muss halt als erstes rausfliegen und wieder reinfliegen, ohne zerstört zu werden. Dann beim zweiten Akt muss man verschiedene Bojen anfliegen und dann wieder zurück zur Station. Und dann bekommt man den Flugschein, was einem für spätere Folgen dann ermöglicht, lukrative andere Jobs anzunehmen, wenn man zum Beispiel einen Händlerschein macht oder einen Fighterschein oder Navigation für später, dass man in größere Systeme fliegen kann und. So, und das ist im Grunde genommen ja der Main Part für dieses Projekt gewesen, innerhalb der 782 Zeilen. Das habe ich bereits geschafft und das funktioniert auch. Und mittlerweile sogar ganz gut hinzugekommen ist, also aufgrund der Tatsache, was ich noch für Zeilen zur Verfügung habe und was ich noch für Möglichkeiten sehe, die ich dort einbinden kann, ist eine Erkennung, ob ich mich innerhalb des Stationsbereichs befinde oder nicht. Dann die Erkennung Masse locker, die musste ich aber wieder rausnehmen, weil ich Platz für was anderes brauchte. Wir haben ein zufälliges Schiff, einen Frachter, der immer wieder mal vorbeigeflogen kommt. Wir haben Schrott, den wir abschießen können und für den gibt es sogar Geld. Wir können an der Station zerschellen. Also für die Station gibt es die Möglichkeit, dass man da kaputt geht. Das kostet uns jeweils 5 Credits. Das heißt also, wir können behaupten, dass es sich dabei um ein Spiel handelt. Was es noch nicht kann, ist einen Speicherpunkt setzen. Ob ich das noch reinkriege, weiß ich nicht, aber ist eigentlich für diese Art Spiel auch gar nicht so relevant. Es geht in diesem Spiel darum, Flugphysik zu lernen, und zwar unter der Prämisse, man hat einen Schub nach vorne oder in Blickrichtung und man bewegt sich in Vektoren. Genau, und das zu lernen, da dürfte einiges an Zeit ins Land gehen. Ich werde natürlich den Fortschritt, den ich in dem Spiel, also in der Programmierung des Spiels gemacht habe, weiterhin jeden Tag hier posten. Und vielleicht finde ich ja sogar noch den einen oder anderen Weg, um bestimmte Sachen anders zu lösen, um Platz zu sparen. Aber ich muss ehrlich sagen, da habe ich nicht wirklich viel, viel Hoffnung. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, war es erstmal dazu. Das mache ich jetzt hier auch aus. Dann möchte ich darauf eingehen, was es morgen gibt. Und das wird auch wieder ein ganz spannendes Thema. Ich werde nämlich die Bewegung umändern auf Impuls. Das heißt, ich werde die Physik weiter in Anspruch nehmen. Ich brauchte ja die Physik für die Ray-Geschichte, also um den Sichtstrahl zu testen und um Kollision zu erkennen. Und das mache ich mir zunutze, indem ich dann die Flugphysik auf Impuls umändere. Das heißt also, ich gebe dem Objekt, dem Spieler, einen Schubs mit einer bestimmten Stärke. Und wenn ich diesen Impuls, diese Flugrichtung ändern will, muss ich einen Gegenimpuls geben. Ist noch eine witzige Sache. Ich finde das toll. Ich finde solche physikalischen Geschichten immer ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn sie dann in Spielen umgesetzt sind. Also darum geht es dann beim nächsten Mal. Genau. Und damit mache ich dann hier Schluss. Ich bin Togut Bey. Und das ist der Kanal Programmieren und mein Hobby. Und ich zeige euch, wie man mit Pure Basic in der Demo-Variante ein Weltraumspiel à la Elite basteln kann. Und ihr seht ja schon, ich bin da schon ziemlich weit und ich hoffe einfach, ihr habt Lust, mir weiter zu folgen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, empfiehlt ihn weiter.
schreibt Kommentare. Ich bin mir bewusst, dass Programmierer jetzt nun nicht unbedingt zu denjenigen gehören, die voll rumfusseln als Chatter und Hater und was es da so alles gibt. Aber ich würde mich schon über den einen oder anderen Kommentar unter den Videos freuen, denn das gibt mir ein Feedback, ob die Videos nicht nur geschaut werden, denn das werden sie. Da bin ich sehr froh drüber und die Schauzeiten sind lang. Im Durchschnitt 20 Minuten. Wenn ich bedenke, dass ein Video durchschnittlich 30 bis 40 Minuten hat, ist das schon ziemlich gut. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns morgen. Und ich klicke mich dann jetzt einfach mal so in üblicher Manier einfach mal raus. Und adios, muchachos.